Aber wirklich lange her, dass ich die Strecke wohl gefahren bin. Ja, wäre eigentlich auch noch so eine schöne Strecke, um mit einem Konvoi zu fahren. Es sei denn, die bringen jetzt auf einmal ein Update draußen. In dem Moment werde ich erstmal gekickt. Weil es passiert dann automatisch, dass man gekickt wird, sofern ein neues Update draus ist. Und die Strecke bin ich überhaupt noch nicht gefahren. Das habe ich jetzt bloß daran gesehen, dass das Tankensymbol auf dem Navigationsgerät, wo die Tankstelle ist, dass es auf einmal von grau auf orange gewechselt hat. Vorher so ein helles Gelb, dass ich die Strecke schon mal gefahren bin. Wusste ich gar nicht, dass ich hier überhaupt noch nicht angefahren bin. Zumindest mit dem Profil, mit dem ich hier halt fahre. Da kommt wieder einer angeleckt. Als ob ich nicht heute schon genug Probleme mit solchen hab. Aber gut, auf der Autobahn kann ich immer sehr gut überholen. Ist nicht so wie meine Autobahnfahrt während der Fahrschule. Das war bei strömenden Regen. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Elbe noch halbwegs einen normalen Pegel hatte, aber immer weiter angeschwollen ist. Vom Pegel her. 2013, als hier Hochwasser war. Und da ging meine Fahrt, also meine Autobahnfahrt, in Dresden auf der Autobahn in Richtung Berlin. Und durch den Regen war es dann so, dass ich hinter einem LKW erstmal war, wollte den überholen, der zieht raus. Und um einen anderen LKW zu überholen, und der zog eine Wasserschleppe hinter sich her. Ich bin wirklich einfach fast blind gefahren. Ich habe wirklich bloß noch gesehen, die eine Außenlinie und die Mittellinie, weil die R13 war in dem Abschnitt nur halt vierspurig. Also glaube heute noch. Und dann war wirklich bloß noch irgendwie sehen, dass das Fahrzeug auf der Spur hältst, auch wenn du jetzt blind fährst. Zum Glück hat dann der LKW dann recht zügig die Spur wieder verlassen, hat sich wieder dann rechts eingeordnet, war dann wieder freie Sicht. Wo ich auch dort Respekt hatte, waren die Vielzahl an Gefahrguttransporten. Weil wenn man die A13 von Dresden in Richtung Berlin fährt, kommt dann kurz nach, eigentlich relativ kurz, nach der Grenze Sachsen-Brandenburg, kommt dann eine Abfahrt Schwarzheide. Und in Schwarzheide ist ein riesiges Chemiewerk. Und da waren aber viele Gefahrguttransporter unterwegs und die Vielzahl von denen hatte irgendwelche giftigen Stoffe geladen. War dann immer daran zu erkennen, halt an dem Totenkopf. Das Gefahrensymbol für die Gefahrgutklasse 6 gibt es auch hier im Spiel, haben sie es umgesetzt. Halt die entsprechende ADR-Klasse. Und das bezeichnet halt giftige Stoffe oder gesundheitsgefährdende Biogefahren. Und what the hell? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Alter! What the? Oh shit, 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 shit. Lol.
Der hat mich aber echt gerade geschockt. Ah, naja. Kann ja mal passieren. Ich fahre jetzt einfach nur noch meinem Ziel entgegen und dann ist gut für heute. Ey, das war aber echt der Schock zum Ende der Aufnahme, oder wie? Dass ich mal so einen sehe. Da hat sich einer wirklich wohl oft. Und da folgt ihm auch noch wohl einer. Hier leitet er mich sogar durch die Tankstelle durch. Ja, das war jetzt wirklich der Schock zum. Kurz vom Ziel. Ich meine, es sind ja noch 140 Kilometer. Und dann passiert sowas. Aber es ist sogar recht selten passiert. In den über 230 Folgen. Ja, das Mighty Küffin DLC, das Vorstellungsvideo war Folge 228. In 229 habe ich ja den jetzigen LKW umgestaltet. 31, und dann reiten sie ja noch drei weitere Folgen ein. Da wäre dann die 232, wenn ich mich nicht verrechnet hätte. Das hieß, ich wäre jetzt in Folge 233. Und wann ist es eigentlich mal innerhalb der 233 Folgen? ETS 2 Multiplayer. Gut, Folge 228, das Vorstellungsvideo war im Singleplayer, weil zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Kompatibilität für den Multiplayer-Mod mit dem Mighty Griffin DLC. Lassen wir mal so auf sich beruhen. Und da ist eigentlich so ein Crash. Ich glaube, in einer der ersten Folgen passiert. Grenzübergang nach Belgien mit einem LKW, der hatte explosive Ladung drauf gehabt. Wurde dann immer weiter, ich glaube, ich fuhr auf der Überholspur und der kam immer weiter nach rechts rüber und dann kam der Grenzübergang mit den charakteristischen Parkplätzen dort an der Stelle. Und dort ist er natürlich auf die Leitplanke aufgefahren. Das war in einer der ersten Folgen. Oder, ich glaube, Folge 7 war das in Luxemburg, als mir da einfach mal ein LKW entgegenkam. Und mit entgegenkam meine ich jetzt nicht, der ist normal gefahren, sondern der ist mir entgegengeflogen. Der fuhr auf einmal rückwärts, ist seitlich übergekippt und voll auf mich drauf. Aber voll auf meinen LKW vorne rein. Ich glaube, da fuhr ich noch mit dem Volvo. Es gibt natürlich andere Videos auf YouTube, die sind nicht von mir, sondern von einem, ich glaube aus Finnland kommt der YouTuber, Merceli88 ist das. Der macht hier ETS 2 bzw. ATS Multiplayer Videos und da sieht man halt nur Crash-Szenen oder welche, die mit Vollhoch gegen die Leitplanken fahren. Das, was hier gerade eben passiert war, das ist ja der ideale Kandidat für gewesen, um auch in so einem Video vorzukommen. Ich glaube, Idiots on the Road heißen die Videos immer. Gibt es mittlerweile, ich glaube, über 80 Folgen, 80 oder 90 Folgen nur ETS 2. Kommen aber so immer relativ unregelmäßigen Abständen. Also nicht jeden Tag. Ich glaube mal eins pro Woche oder so in der Drehung. Man kann noch mal innerhalb von zwei Wochen mal ein Video online gestellt werden. Aber das schaue ich mir auch immer liebend gerne an. Das schaue ich mir auch immer gerne an. Im Gegensatz zu das, was in YouTube hier Trends immer angezeigt wird. Wo ich halt nur Pranks im Videotitel lese. Und von Pranks da halte ich überhaupt nichts von. Als ich das schon mal im ETS so gesagt habe,
dann, ja, also jetzt so eine kurze Wiederholung. Ich glaube, bei mir wäre es überhaupt nicht eine bescheuerte Idee, mich in so ein Video mit reinzunehmen. Erstens vermeide ich eigentlich überhaupt, dass ich eigentlich in Videos gesehen werde, obwohl ich ehrlich gesagt auch mal gerne mit Facecam aufnehmen würde. Oder die Autobahn, die muss ich auch nochmal komplett abfahren. Auf jeden Fall, ich würde mich erstmal, würde ich einen Schreck bekommen. Davon mal abgesehen, die meisten Prank-Videos, ich glaube, das ist nicht so das Wahre, was dort gezeigt wird. Mitunter erkennt man ja, dass die Kameras, wo die sind, ja, da kann man sich jetzt denken, was man will. Ich halte das gerade eher für gestellt oder gefaked, wie man es nennen möchte. Und selbst wenn das ein echter Prank, gut, lassen wir auf sich beruhen. Ich halte davon halt nichts. Würde ich auch nie machen. Wenn ich sowas machen würde, ich glaube, da würde meine Freundin mir die Freundschaft komplett streichen. Dann war es das wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich würde mich auch einfach nur drüber aufregen. Ich glaube, da wären dann solche Wörter wie Frechheit oder was soll der Scheiß, würde ich dann wahrscheinlich dann nur noch sagen. Im Übrigen denke ich mir auch sowas immer von den Videos. Und es, also für mich sind Prank-Videos eigentlich, muss das sein? Das frage ich mich dann immer. Weil man sieht meiner Meinung nach einfach immer zu viel. Also das ist ja halt meine Meinung. So, jetzt einfach bloß noch einpacken. Dann war es das für heute. So. Abkoppeln. Oder absetteln, wie es richtig heißt. 1359 Kilometer bin ich gefahren. Bisschen mehr als 2000 Erfahrungspunkte noch. Und ich bin wieder eine Stufe weiter. Jetzt fahre ich hier einfach bloß noch zu der Garage. Die in Glasgow habe ich mir schon vor geraumer Zeit schon mal gekauft. Und dann werde ich dort an der Stelle erstmal die Folge beenden. Böckstoff! So. Packe ich hier einfach mal neben die. Jetzt ist er weg. Und der Kollege, der vorhin umgekippt ist, der ist ja auch irgendwo in der Nähe. Na, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und ja. Tschüss, bis zur nächsten Aufnahme von Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Und ich suche den jetzt mal, wo der gerade rumsteht. Ja, hier ist er ja.